Wir wissen ja, wie gefährlich extremes Wetter auf der Erde werden kann. Es kann uns richtig nass reinregnen. Zu viel Hitze verwandelt blühende Landschaften in Wüsten und Tornados sind extrem zerstörerisch. Über den Wolken dagegen scheint es ruhig zuzugehen. Kein Regen, keine Tornados, nur Stille. Nur was wäre, wenn es auch dort oben Wetter gäbe? Eines, das im Weltraum entsteht. Sonnenstürme etwa, die so extrem werden können, dass sie sogar uns auf der Erde bedrohen. So wie im September 1859, als das Telegrafennetz stellenweise Funken sprüht, dann aber ohne eigenen Strom weitersendet. Oder im Mai 1967, als die amerikanischen Frühwarnsysteme von Alaska bis Europa rätselhafte Signale empfangen und deswegen beinahe einen Atomkrieg auslösen. Könnte es sein, dass wir die möglichen Folgen von Weltraumwetter unterschätzen? Alle GPS-Geräte werden nutzlos und die Kommunikation der Luftüberwachung fällt aus. Wir hatten bereits großflächige Stromausfälle durch Weltraumstürme. Wir dürfen nicht erst einen Plan machen, wenn der große Sonnensturm kommt. Das ist die Herausforderung. Wir sollten also dringend mal über das Weltraumwetter reden. Wie entsteht es? Wie gefährlich kann es für uns werden? Und welche Rolle spielt dabei der Truthahn? Es heißt immer, es sei kalt im All. Dabei kann man hier die Temperatur nicht mal messen, denn im Vakuum gibt es nichts, was eine Temperatur haben könnte. Okay, es fliegen ab und zu ein paar Teilchen herum. Die treffen sich aber viel zu selten, um ihre Temperatur auszutauschen. Kein Wind, keine richtigen Temperaturschwankungen, ganz sicher kein Hochdruck- oder Tiefdruckgebiet. Weltraumwetter besteht stattdessen vor allem aus Plasmawolken und Sonnenwind. Ein wütender Sonnenfleckenhaufen feuert einen großen Flare und einen Sonnensturm ab, der direkten Kurs auf die Erde nimmt. Nein, das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Tamita Skoff ist Weltraumwettermoderatorin. Die Forscherin ist damit eine Vorreiterin. So wie die ersten TV-Meteorologen in den 1950er Jahren. Tatsächlich haben wir auf der Erde ziemlich oft mit dem Weltraumwetter zu tun, allerdings ohne es zu merken. Im Gegensatz zu Astronauten, die ihren Weltraumspaziergang verschieben, wenn es auf der Sonne stürmt. Sichtbar auf der Erde wird Weltraumwetter in den schillernden Polarlichtern, wenn der Sonnenwind die Atome in unserer Atmosphäre zum Leuchten anregt. So wie Strom das Gas in einer Neonröhre zum Scheinen bringt. Die Folgen von Weltraumwetter machen sich aber auch bemerkbar, wenn wir GPS-Satelliten zur Orientierung nutzen oder mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegen. Denn das Weltraumwetter ist entscheidend dafür, wie zuverlässig unsere vernetzten Technologiesysteme funktionieren. Spätestens mit dem Aufkommen der GPS-Technologie, dem Nordlichter sowie dem Weltraumtourismus und unserer ganzen Infrastruktur im All, ist klar geworden, dass wir im 21. Jahrhundert das Weltraumwetter unbedingt genauso gut verstehen müssen wie unser irdisches Wetter. Wenn sie von Weltraumwetter spricht, dreht sich zunächst alles um die Sonne. Denn dort nimmt Weltraumwetter, das uns auf der Erde beschäftigt, seinen Anfang. Es sollte uns also nicht kalt lassen, was auf und im brodelnden Herzen unseres Sonnensystems passiert. Diesem Feuerball, der so gigantisch ist, dass die Rolle unserer Erde im Universum nicht gerade bedeutsam wirkt. Nehmen wir mal an, unser Heimatplanet wäre eine kleine, leckere Kirschtomate. Die Venus wäre nur ein bisschen kleiner. Der Mars ist eine Blaubeere. Jupiter wäre im Vergleich so groß wie ein Kürbis, der Saturn eine Melone. Uranus entspräche einem Apfel. Und Neptun wäre dann eine Zitrone. Ach
Ach ja, den Merkur haben wir noch vergessen. Der sonnennächste Planet wäre so winzig wie ein Pfefferkorn. Jetzt fehlt uns nur noch die Sonne. Immer auf die Sicherheit achten. Also Schutzbrille aufsetzen. Um die Sonne darzustellen, müssen wir deutlich größer werden. Wie wäre es hiermit? Zu klein. Offenbar müssen noch größere Geschütze aufgefahren werden. Versuchen wir es mit einem Heliumballon. Selbst das ist nicht groß genug. In unserem kleinen Sonnensystem müsste das hier im Verhältnis 4 Meter Durchmesser haben. Tatsächlich müsste die Sonne so groß sein, um unser Sonnensystem zu vervollständigen. In Wirklichkeit hat sie einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Die Erde hat 1,3 Millionen Mal in ihr Platz. Und was die Masse angeht, nicht mal alle Planeten zusammen können es mit der Sonne auch nur annähernd aufnehmen. 99,86% aller Materie in unserem Sonnensystem stecken in ihrem lodernden Herzen. Und so friedlich und entspannend ein Sonnenuntergang aus unserer irdischen Perspektive auch wirken mag, tatsächlich ist unsere Sonne ein gigantischer Hexenkessel aus superheißem Plasma. Ein freistehender galaktischer Fusionsreaktor ohne Schutzbehälter. Und so strahlen neben Licht und Wärme ununterbrochen geladene Teilchen hinaus ins All. Das ist der Sonnenwind. Glücklicherweise sind wir auf der Erde gut geschützt. Wir haben unsere Atmosphäre. Zusätzlich aber auch ein eigenes Magnetfeld, das diesen ständigen Teilchenregen abwehrt. Ohne diesen Schutz hätten wir ein Problem. Würden wir unser Magnetfeld verlieren, könnte der Sonnenwind die obere Schicht unserer Atmosphäre angreifen. Obwohl zwischen Erde und Sonne sagenhafte 150 Millionen Kilometer liegen und das Erdmagnetfeld und die Atmosphäre einen Teil der Strahlung abblocken, trifft immer noch jede Menge Energie auf die Erde. Die Sonne strahlt pro Quadratmeter 1,4 Kilowatt auf die Erde ab. Das ist eine enorme Energiemenge, wenn Sie das auf den gesamten Raum übertragen. Würden wir den Sonnenschein durch Glühbirnen ersetzen, bräuchten wir 14 100 Watt Glühbirnen pro Quadratmeter. Das entspricht ungefähr 3 Billionen und 600 Milliarden Glühbirnen, um die Tagseite der Erde mit der gleichen Energie zu versorgen wie die Sonne. Dabei trifft nur ein winziger Teil der Sonnenenergie auf die Erde, denn die Sonne strahlt ja in alle Richtungen. Diese gigantischen Energiemengen entstehen, weil die Sonne unvorstellbare Mengen an Wasserstoff in Helium umwandelt. Jede Sekunde verbraucht die Sonne 4 Millionen Tonnen Materie. Sie verwandelt sie in pure Energie und strahlt sie als Licht und Wärme ab. Nur um das einzuordnen. 1 Gramm, also das Gewicht eines Geldscheins, wurde bei der Explosion der Hiroshima-Bombe in reine Energie umgewandelt. Dieses 1 Gramm war für die Licht- und Hitzestrahlung der Explosion verantwortlich. Die Sonne dagegen hat seit Beginn dieses Films fast 2 Milliarden Tonnen Materie in Licht und heiße Strahlung verwandelt. Das ist beinahe das Gewicht der Technosphäre von Berlin. Also mit Fernsehturm, allen Gebäuden samt ihren Fundamenten, den Straßen, den Autos bis hin zu den Büroklammern. So viel Masse wurde auf der Sonne in den letzten 9 Minuten in reine Energie verwandelt. So, nach all der Vernichtung hier ein paar beruhigende Bilder. Denn diese Energie ist auch der Ursprung all unseres Lebens auf der Erde. Auch dieses Hundes. Die meiste Zeit scheint die Sonne, ohne dass wir uns auf der Erde Gedanken darüber machen müssen, was dort vor sich geht. Denn eigentlich fügt sich alles auf unserem Planeten ziemlich gut. Wir umkreisen die Sonne in der richtigen Entfernung und haben ein schützendes Magnetfeld und eine Atmosphäre. Und obwohl die Sonne ständig Unmengen an Materie verbrennt, hat sie noch genug Brennstoff für weitere 5 Milliarden Jahre Sonnenschein. Aber sind wir in der Nähe dieses gigantischen Reaktors wirklich sicher? Oder geht es uns wie diesem Mann, der vom Hochhaus fällt und sich im 10. Stock entspannt zurücklehnt, weil bis dahin alles gut gegangen ist? Denn in der Sonne geht es ziemlich wild zu. Im kochenden Sonnenplasma bildet sich ein komplexes Magnetfeld, von dem das superheiße Fusionsplasma mächtig durchgeknetet wird.
Entscheidend für uns ist, was dann passieren kann. Stellen wir uns vor, dieser Gummiball wäre das Magnetfeld der Sonne. Das ist ein sehr komplexes Netz, das sich mit dem Plasma vermischt. Dabei baut sich in der Sonnenatmosphäre eine magnetische Energie auf, so wie hier in der Form von Spannung in diesem Gummiband. Und sobald diese Spannung eine kritische Schwelle überschreitet, reißt unser Gummiband und fliegt von der Sonnenatmosphäre weg. Doch was da ins All fliegt, ist kein Gummiband. Ein solcher sogenannter koronaler Masseauswurf, kurz CME, ist eher so, als würde man mit einer gigantischen Steinschleuder die Masse des Mount Everest auf 2000 Kilometer pro Sekunde beschleunigen und ins All schießen. Diese gigantische Plasmawolke verwandelt den Sonnenwind in einen Sonnentsunami. Ach so, und noch etwas sendet die Sonne aus. Und das führte am 23. Mai des Jahres 1967 um ein Haar zur Vernichtung unserer Zivilisation. Die Angst vor einem Atomschlag ist damals allgegenwärtig, denn zwischen den USA und der Sowjetunion herrscht Kalter Krieg. Als plötzlich die amerikanischen Frühwarnradaranlagen von Alaska über Grönland bis Großbritannien wegen eines Störsignals ausfallen, schrillen sämtliche Alarmsirenen. Klar, dass die US-Generäle die Sowjetunion dahinter vermuten. Und nicht die eigentliche Ursache. Die Sonne. Sonnenflares können die Funkübertragung stören. Stellt euch eine zirpende Grille vor. Sobald ein Zug anrauscht, hört ihr sie nicht mehr, weil der Zug alles andere übertönt. Tja, im übertragenen Sinne ist der Zug die Sonne und die Grille der Sender. Sobald der Zug vorbeigefahren ist oder die Störung auf der Sonne aufhört, kann man die Grille wieder hören. Aber bis dahin ist alles, was wir hören können, der Zug und sonst nichts. Unsere Welt wäre heute eine andere, hätte das amerikanische Militär nicht wenige Jahre zuvor einen eigenen Weltraumwetterdienst ins Leben gerufen. Zum Glück war den Forschenden jener Tage schnell klar, dass das Störsignal von der Sonne ausging. Und sie konnten so dem Militär Entwarnung geben. Dass die Welt kurz vor einem Atomkrieg stand, hat damals niemand mitbekommen. Der ganze Vorfall blieb streng geheim. Es gibt noch ein weiteres Rätsel, hinter dem vermutlich Sonnenstürme stecken. Das Stranden von Walen und Delfinen. Denn das geschieht besonders häufig an Tagen mit hoher Sonnenaktivität. Die Meerestiere verfügen über einen wenig erforschten sechsten Sinn, der ihnen hilft, sich in den Weiten der Ozeane zu orientieren. Grundsätzlich könnten die geomagnetischen Stürme das Verhalten der Wale beeinflussen und verändern, denn sie benutzen das Magnetfeld als Orientierungshilfe. Geomagnetische Stürme könnten also ihren Navigationssinn stören. Anfangs dachten die Forscher, dass Sonnenstürme die Magnetlinien verzerren und sich die Wale deshalb verirren. Offenbar scheinen aber die Radiosignale der Sonnenausbrüche dafür zu sorgen, dass der Magnetsinn der Tiere erblindet. So wie damals die Beobachtungsradare des US-Militärs gestört wurden. Bei intensiven Ausbrüchen auf der Sonne sind Wale und Delfine besonders gefährdet zu stranden, weil sie in der Zeit verwirrt und orientierungslos sind. Das Gleiche gilt übrigens auch für unsere Navigationsgeräte. Deswegen achten neben Drohnenpiloten auch Präzisionsfarmer auf den KP-Index. Der zeigt die Auswirkung des Sonnenwindes auf das Erdmagnetfeld an. Je höher der Wert, desto unzuverlässiger die Positionsbestimmung. Automatisierte Erntemaschinen nutzen Satellitendaten für ihren Betrieb. Und jede Störung kostet Zeit und sehr oft Geld. Das kann zu allen möglichen Problemen führen, die wir nur schwer einschätzen können, wenn uns das Verständnis fehlt, wie die jeweiligen Systeme funktionieren. Also gut, wir haben verstanden. Weltraumwetter sorgt nicht nur für schöne Lichtspiele auf unserer Erde. Aber warum ist das den meisten von uns bislang noch nicht aufgefallen?
Meistens haben wir im Weltraum einen sonnigen Tag mit nur kleinen Störungen. Ähnlich wie uns der Wind gerade ein bisschen zu schaffen macht. Nicht jeder Regensturm ist gleich ein Hurricane. Und so ist nicht jeder Sonnensturm auch gleich ein extremes Ereignis, das für den Großteil der Welt Licht aus bedeutet. Moment. Licht aus für den Großteil der Welt? Für den Großteil der Welt Licht aus. Wir hatten so etwas noch nicht, aber das heißt nicht, dass das nicht morgen oder übermorgen auch bei uns auftreten kann. Und ein Blackout ist natürlich für uns hochtechnologisierte Zivilisation wirklich ein Problem. Die Rede ist hier von einem großflächigen Stromausfall, vielleicht sogar für Tage. Eine solche Technokalypse wäre natürlich der Weltraumwetter-Super-GAU. Aber kann so etwas wirklich passieren? Wir hatten jahrzehntelang Glück, unglaubliches Glück, dass wir keinen extremen Weltraumwettervorfall hatten. Aber der Tag wird kommen. Der Sonnensturm von 1967, der die Radaranlagen des US-Militärs lahmgelegt hat, war nur ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem, was die Sonne an Potenzial hat. Nervös werden die Experten, wenn die Sonne richtig aufgewühlt ist und einen Supersturm auslöst. Wenn vom Weltraumwetter die Rede ist, taucht früher oder später der Begriff Carrington-Event auf. Das war im September 1859 in gewisser Weise die Mutter aller Sonnenstürme. Und ist bis heute die Warnung für jeden, der mit Stromnetzen zu tun hat. Am 1. September 1859 bemerkt der Astronom Richard Carrington bei seinen Routinebeobachtungen der Sonne Lichtblitze auf ihrer Oberfläche. Was er nicht sehen kann, dabei werden auch Milliarden Tonnen geladene Sonnenteilchen ins All geschleudert. Und was entscheidend ist, diese Wolke nimmt Kurs auf die Erde. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von über 2000 Kilometern pro Sekunde. Aus dem Sonnenwind wird ein Sonnentornado. Die große Innovation zu dieser Zeit ist das Telegrafennetz. Über kilometerlange Leitungen werden mit Hilfe von Morsezeichen blitzschnell Nachrichten übertragen. In gewisser Weise das Internet des 19. Jahrhunderts. Und dort hat man dann seltsame Effekte bemerkt, dass auf einmal, obwohl die Batterien alle abgeschaltet waren, war trotzdem eine Spannung da, es gab sogar Funkenüberschläge. Also man hat es bemerkt und man hat das dann auch in Verbindung bringen können mit Sonnenaktivität. Ein Morsenetz, das ohne Batterien funktioniert? Was steckt dahinter? Eine himmlische Energie? Was den Menschen damals wie ein Wunder erschienen sein muss, lässt sich heute einfach erklären. Mit einem Versuch, den einige vielleicht noch aus der Schule kennen. Der mit dem großen Strommesser. Das ist ein ganz einfaches Experiment, um Elektromagnetismus zu zeigen. Dieser Magnet entspricht jetzt unserem Sonnenwind, der erzeugt ein veränderliches Magnetfeld. Diese Spule entspricht der Erde, wo dann eine Spannung oder ein Strom induziert wird, die wir hier messen können. Und etwas Ähnliches passiert in der Erdkruste. Wenn der Sonnenwind auf das irdische Magnetfeld drückt, laden sich einige Orte der Erde mit gewaltigen Spannungen auf. Und die Telegrafenleitungen verbinden diese Punkte. Wie sagt man immer so schön, der Strom geht den Weg des geringsten Widerstandes. Und solche Leitungen, die haben natürlich für den Strom einen sehr, sehr geringen Widerstand. Und das ist geradezu ein Vergnügen für den Strom, natürlich jetzt diese Pfade zu nutzen, auch wenn es uns natürlich entsprechend schadet. Fast eine Woche dauerte die Störung der Telegrafennetze. Das ungewöhnliche Ereignis sicherte Richard Carrington einen Platz in den Geschichtsbüchern. Das war im 19. Jahrhundert. Welche Folgen aber würde ein solches Ereignis heute, im 21. Jahrhundert, haben? Die Stromnetze sind alle miteinander verbunden. Käme es also überall zu Blackouts? Könnte es dazu führen, dass ein großer Teil Europas plötzlich ohne Strom ist? Zum ersten Mal wird die Bevölkerung mit den dramatischen Folgen eines großflächigen Stromausfalls in Fritz Langs visionärem Film Metropolis 1927 konfrontiert. Die Szenen geben einen Ausblick darauf, was uns heute blühen könnte. Jedes moderne Heizungssystem ist irgendwo auf Strom angewiesen für die Steuerung. Es ist das Wasser, das ist wahrscheinlich das größte Problem. Wie bekomme ich das Wasser in die Wohnungen, vor allem natürlich in städtischen Gebieten? Aber auch umgekehrt, wie ist denn das mit der Abwasserentsorgung in diesem Fall?
Und da gibt es viele, viele Punkte aus dem normalen täglichen Leben, wo wir einfach vielleicht gar nicht uns so bewusst sind, wie wichtig da der Strom ist im Hintergrund und was auf einmal nicht mehr funktioniert, wenn der Strom weg ist. Anders noch als beim Carrington-Event 1859 spannen sich heute Hochspannungsnetze über viele tausend Kilometer und über Ländergrenzen hinweg. Ein komplexes und sensibles System. Einen Vorgeschmack auf das, was uns droht, gibt ein Ereignis im kanadischen Quebec 1989. Der Sonnensturm überlastete einen Transformator so stark, dass in der Folge das gesamte Netz in der Provinz zusammenbrach. 6 Millionen Menschen waren bei Eiseskälte 9 Stunden ohne Strom. 1989, das Jahr, in dem Frankreich den 200. Jahrestag der Französischen Revolution feierte. Und in Deutschland gerade die Mauer fiel. 1989 wurde das World Wide Web geschaffen. Damals tauschten Computer ihre Informationen meist noch über Telefonleitungen aus, statt über Datenhighways. Auch weltumspannende Satellitennavigation für alle war noch eine verrückte Vision, die erst ein Jahrzehnt später langsam Wirklichkeit wurde. Seitdem sind mehr als 30 Jahre vergangen. Und die Welt, vor allem aber die Technik, haben sich verändert. Fast alles ist über das Internet vernetzt. Satellitentechnik steuert Autos, Flugzeuge, den Verkehr und Warentransport. Alles hängt inzwischen irgendwie miteinander zusammen. Kann es sein, dass wir den Überblick über all die Abhängigkeiten verloren haben? Wir können derzeit nicht zuverlässig sagen, wie die Dinge zusammenhängen und was letztlich die Folgen wären. Ich habe mal scherzhaft gesagt, wir sollten das Satellitennavigationssystem für einen Tag abschalten und schauen, was passiert. Ich denke nicht, dass wir das wirklich tun werden, aber wir müssen unbedingt zusammenarbeiten, um unsere Systeme zu analysieren, die Zusammenhänge und die gegenseitigen Abhängigkeiten zu verstehen, damit wir wenigstens eine Ahnung davon haben, welchen Gefahren wir ausgesetzt sind. Der 23. Juli 2012 ist der Tag, an dem wir eine solche Ahnung bekommen sollten. Meine Frau ist noch immer wütend, was diesen Tag betrifft. An diesem Tag schleudert unsere Sonne eine gigantische Teilchenwolke ins All. Ein CME, also einen gewaltigen koronalen Masseauswurf. Den Rest des Tages habe ich am Telefon verbracht und auf meinem Laptop die Daten beobachtet, die von den verschiedenen Sensoren kamen, um zu begreifen, was da gerade passierte. Zum Glück für uns zieht die Plasmawolke knapp an der Erde vorbei. Stattdessen trifft sie den Sonnenbeobachtungssatelliten Stereo A mit voller Wucht. Das weiße Rauschen sind die geladenen Elektronen, die auf die Sensoren einprasseln. Wie Regen bei einem Gewittersturm. Stromnetze bis runter nach Frankreich sowie die nördlichen Teile Spaniens und Italiens wären direkt von diesem Ereignis betroffen gewesen. Ein Vorfall wie dieser würde nicht nur eine elektrotechnische Apokalypse auslösen, sondern auch eine ökonomische. 41,5 Milliarden Dollar Schaden. Allein für die USA. Pro Tag. Und seit Corona wissen wir, welche Folgen auch ein kurzzeitiger Zusammenbruch von Lieferketten haben kann. Was tatsächlich passieren würde, können wir nur ahnen. Bei einem totalen Stromausfall gibt es keinen Handel mehr, kein Shopping. Sie können keine Lebensmittel mehr kaufen. Öffentliche Verkehrsmittel fallen aus. Verkehrsleitsysteme funktionieren nicht mehr. Kein Navi. Flugzeuge starten nicht. Was würden die Leute tun? Zu Hause bleiben? Würden sie noch arbeiten gehen? Einen solchen Tag hat die Menschheit noch nicht erlebt. Unser Glück ist, dass wir im großen Sonnensystem nur die kleine Kirschtomate sind. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir getroffen werden, ziemlich gering. Gleichzeitig ist das aber auch ein Teil des Problems. Zahlt es sich aus, etwas dagegen zu tun oder nicht? Also diese High-Risk, Low-Probability-Events sind einfach ein ganz spezielles Problem, wo, ich sag, die Menschheit sich schwer tut, das richtig zu begreifen. Ein High-Risk, Low-Probability-Event. Das ist, als würde man ein Haus an einem Hang bauen, an dem statistisch nur einmal in 100 Jahren eine Lawine abgeht. Wenn der große Sonnenausbruch kommt, ist es zu spät, einen Plan zu machen.
Nach 15 Stunden trifft der koronale Masseauswurf bei uns ein. Betroffen wären Infrastruktur, Satellitensysteme, Stromnetze. Also all das, was von Strom- und Satellitenkommunikation abhängig ist. Einen Plan sollten Sie aber nicht erst während dieser 15 Stunden machen. Der muss dann vorliegen, um bei einem Alarm handeln zu können. Die Sonne hat einen 11-Jahres-Aktivitätszyklus und war ausgerechnet, als wir riesige Entwicklungssprünge gemacht haben, in einer ruhigen Phase. Doch seit kurzem nimmt ihre Aktivität wieder zu und wird 2025 ihren Höhepunkt erreichen. Denken wir mal an das GPS. Das ist doch inzwischen allgegenwärtig. Und dabei hatten wir in letzter Zeit nur wenige Sonneneruptionen oder Strahlungsausbrüche, die das GPS beeinträchtigt haben. Unglücklicherweise wird die Sonne nach einer langjährigen ruhigen Phase über die nächsten Jahre deutlich aktiver werden. Die Störungen werden größer und umfassender und häufiger. Immerhin haben viele Länder das Weltraumwetter im Blick. Auch die Europäische Weltraumagentur ESA beobachtet die Vorgänge auf der Sonne rund um die Uhr. 7 Tage die Woche. Wenn also die Sonne so viel Aufmerksamkeit von uns bekommt, sollten wir doch sicher Weltraumwetterstürme ganz gut vorhersagen können. Derzeit sind wir darin grottenschlecht. Weltraumwetterprognosen stehen heute ungefähr dort, wo die irdische Wettervorhersage in den 1950er Jahren stand. Wenn es darauf ankommt, haben wir kaum mehr als eine Sturmwarnsirene. In den 50er Jahren hatten wir kaum Daten für das irdische Wetter. Dasselbe Problem haben wir heute mit dem Weltraumwetter. Uns fehlen die Daten. Wir können Ausbrüche noch nicht vorhersagen. Das ist der heilige Gral. Wir müssen noch jede Menge Physik verstehen, um Eruptionen vorherzusagen, bevor sie eintreten. Warum zum Teufel sind wir da nicht alle alarmiert? Warum bereiten wir uns nicht auf Carrington 2.0 vor? Unterliegen wir vielleicht der Truthahn-Illusion? Die Truthahn-Illusion? Davon habe ich noch nie gehört. Nein. Truthahn-Illusion ist ein Begriff aus der Verhaltensökonomik und beschreibt die Risikointelligenz. Weil er jeden Tag umsorgt wird, steigt beim Truthahn die Zuversicht, dass ihm auch in der Zukunft nichts passiert. Er ahnt nicht, dass er nur deshalb gefüttert wird, weil er als Festtagsschmaus für das Familienfest vorgesehen ist. Ich würde nicht sagen, dass wir der Truthahn-Illusion aufsitzen, aber es stimmt. Wir hatten bislang vor allem Glück. Ich würde die Situation eher mit einem undichten Dach vergleichen. Wenn das Wetter lange Zeit schön ist, braucht man das Dach nicht zu reparieren. Doch wenn dann der Regen kommt, ist es zu spät, um es zu reparieren. Im Moment untersuchen zwei Sonden die Sonnenoberfläche aus allernächster Nähe und liefern Daten für die Grundlagen der Sonnenphysik. Die werden auch helfen, den Ausbruch der Stürme besser zu verstehen und damit vorherzusagen. Mit der Sonde Parker Solar Probe fliegen wir zum ersten Mal direkt in die Regionen, wo es zu diesen Ausbrüchen kommt. Wir können sie beobachten und Messungen vor Ort vornehmen. Das wird unser Verständnis über die Physik von Sonnenausbrüchen revolutionieren. Diese Missionen werden einen riesigen Unterschied machen. Und je besser wir verstehen, wie ein Sonnenwind unter der Oberfläche unseres Sterns entsteht, desto besser verstehen wir den Sonnendynamo und damit, wie uns das Weltraumwetter trifft. Gefahr erkannt könnte also bald heißen, Gefahr gebannt. Es gibt natürlich auch die Option, einfach nichts zu tun und darauf zu hoffen, dass wir weiterhin Glück haben. Aber setzen wir lieber darauf, dass wir das Phänomen Weltraumwetter besser verstehen und unsere Systeme sicherer machen. Damit wir dann, anders als der Truthahn, vorbereitet sind, wenn uns der nächste Sonnensturm trifft.